Yo, moin Leute und herzlich willkommen wieder zum neuen Video auf meinem Kanal. Und ja Leute, ich weiß, es ist ein bisschen länger her, wo ich mal ein Video hochgeladen habe. Es lag vielleicht auch daran, dass letzte Woche Dienstag, wo alle gedacht haben, die letzten Fahrzeuge kommen raus, GTA Online einfach down war. Ja, keine Ahnung warum, wieso, war wohl für zwei Tage so. Ich habe es nicht wirklich mitbekommen, bin ich ehrlich Leute, aber es war so. Aber nicht schlimm, denn die drei, naja, man hätte ja gehofft, drei letzten Fahrzeuge würden jetzt heute kommen. Nein, es sind tatsächlich nur zwei neue Fahrzeuge, die heute dazugekommen sind. Einmal der Lappadati Michelli GT für 1.225.000 und der Ruin Ceburek für 145.000. Das erste Fahrzeug, was ich in Los Santos Custom auftune, nennt sich Ruin Ceburek für 145.000 und ja, das Fahrzeug ist natürlich ein Klassiker, das bedeutet wiederum, es ist nicht das schnellste Fahrzeug in GTA Online. Es ist halt eine alte Limousine. Was ich recht überraschend fand und natürlich auch sehr positiv finde, ist, dass man diesem Fahrzeug Pappe Spoiler, Pappe Stoßstangen, Pappe Motorhaube, Pappe Dach, das ist, man kann es aus Pappe machen, ne? Das ist ein richtig Freestyle selbstgebasteltes Auto praktisch. Also so sieht es für mich aus. Also ich fand es einfach recht lustig, deswegen habe ich auch die Teile direkt mal drauf geklatscht und vor allen Dingen, die sind auch nicht mal teuer. Also fand ich wirklich recht überraschend, Leute. Sieht natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber sowas gab es halt noch nicht in GTA Online, dass man Auto einfach mit Pappe zukleistern konnte. Ja, aber sonst, Leute, bin ich ehrlich, gefällt mir das Fahrzeug nicht wirklich. Zwar kostet es in Anführungszeichen nur 145.000. Na ganz im Ernst, Leute, wofür braucht ihr denn dieses Fahrzeug? Ich meine, damit könnt ihr kein Rennen fahren, ihr könnt damit höchstens rumcruisen oder einfach es so auftun, als würde es aussehen wie Müll. Also, dass es auf dem Schrottplatz gehört. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also, ich bin einfach echt kein Fan von diesem Auto. Außer, dass man es halt mit Pappe zukleistern kann. Das ist recht lustig, aber das war's dann auch wiederum. Natürlich gibt es viele Tuning-Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch Rennsticker drauf machen oder Rost drauf machen. Ne, da es ja in meinem Fall ganz gut passt, habe ich natürlich auch Rost drauf gemacht. Aber, ja, ich kann mich einfach nicht anfreunden. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit dem nächsten Fahrzeug an. Das nächste Fahrzeug, der Lappadati Michelli GT für $1.225.000. Das ist auch wiederum ein Klassiker, aber ein bisschen sportlicherer Klassiker. In der Tuning-Werkstatt kann man natürlich wiederum viel machen. Ihr könnt das Fahrzeug praktischerweise einfach zum Rallye-Auto wirklich komplett umtunen. Ja, wenn ihr es komplett umtunet, sieht es aus wie ein Rallye-Auto. Ist natürlich für einen oder anderen recht interessant. Ich finde es persönlich auch ein bisschen interessant, aber da ich jetzt das Auto auch nicht wirklich mag, also generell diese Woche gefällt mir jetzt nicht wirklich so sehr von den Autos und vor allen Dingen dieser Preis, $1.225.000 plus Tuning, ja, tut doch irgendwie in den Ohren weh und vor allen Dingen im Portemonnaie. Deswegen würde ich eher empfehlen, Leute, kauft euch dieses Fahrzeug auf jeden Fall nicht. Weil ich finde persönlich, das ist das Fahrzeug absolut nicht wert. Ihr könnt krassere Fahrzeuge bekommen für weniger Geld, was ihr sogar mehr tunen könnt als so ein Auto. Aber natürlich ist das auch wiederum alles Geschmackssache. Auch wenn ich sagen muss, der Lappadati Michelli GT sieht in Ego-Modus relativ cool aus. Also man sieht die Tachos mal sehr deutlich, ne? Nicht total winzig klein, wie bei manchen Fahrzeugen der Fall ist. Das stört ja auch, dann kann man nicht mal die Geschwindigkeitsanzeige sehen. Deswegen, also in Ego-Modus kann man mit dem Fahrzeug relativ gut fahren. Aber na gut, das ist auch wiederum alles Geschmackssache. Aber Leute, würden wir jetzt mal diesen Standpunkt bleiben, würde man einfach sagen, die Eventwoche ist scheiße, weg damit. Aber nein, Leute, es gibt ein Detail, was richtig geil ist, Leute. Und zwar hat Rockstar nicht diesmal einen neuen Gegnermodus hinzugefügt. Nein, Leute, viel besser, es gibt neue Missionen, aber nicht irgendeine Mission. Nein, es gibt Attentate-Missionen. In Hoffnung, dass ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall, in diesen Missionen müsst ihr natürlich einfach Ziele ausschalten. Diese Missionen sind für 2 bis 4 Spieler konstruiert. Und ja, ihr kriegt natürlich auch doppelt Geld und doppelt AP. Und da das Missionen sind, lohnt sich das wirklich, Leute. Ihr kriegt da wirklich hammermäßig viel Geld und natürlich auch richtig viel RP. Also wer sich aufleveln möchte oder sich Geld erfahren möchte, kann sich auf jeden Fall mal diese Mission anschauen.
Ihr findet die Mission, indem ihr einfach zu Martin fährt, was auch durch eine Markierung auf der Karte gekennzeichnet ist. Und ja Leute, was soll man noch sagen? Probiert's aus. Ich finde auf jeden Fall diese Mission richtig cool. Ich habe sie auf jeden Fall zweimal gespielt. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Missionen. Und ja, also ich bin zufrieden. Bei zweimal Missionen spielen habe ich jetzt, glaube ich, so um die 75.000 Dollar erspielt. Und wenn man auch noch fähige Teammates hat, also ihr braucht einfach nur einen fähigen Teamkollegen, dann könnt ihr das Spiel auch einfach richtig durchrushen. Wirklich, es ist keine lange Mission. Generell ist es nur das schnelle Ziel töten und Sterne loswerden. Das ist generell die Kernaussage oder die Kernaufgabe dieser Mission. Okay, mein falsches Team ist, die es einfach nicht geschafft haben. Aber egal, Leute. Selbst da hat es für mich gelohnt, weil doppelt Geld und doppelt AP. Deswegen nutzt es auf jeden Fall aus, diese Mission mal anzuzeigen und das Cash abzusahnen, inklusive RP. Aber gut, Leute, das war es jetzt soweit von dieser Eventwoche. Natürlich gibt es auch ein paar Rabatte auf irgendwelchen Fahrzeugen und so weiter. Aber Leute, schaut es euch einfach selbst im Internet nach. Geht am schnellsten. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses fette Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.